Hier der mehrfache Weltmeister Guo, der seine Kunst des Aufschlags vor deutschen Kameras zeigt. Ein Aufschlag, der direkt zum Punktgewinn führen soll und lange Ballwechsel erschwert. Eine Erfindung chinesischer Kaderschmieden, die den Rest der Tischtenniswelt überraschte. Guo gegen den Schweden Bengtsson. Selbst der schwedische Weltklassespieler ist nicht in der Lage, die Aufschläge von Guo korrekt zu retournieren. Bei gleichem Bewegungsablauf gibt Guo dem Ball im letzten Moment verschiedene Arten von Effet. Ohne Schlagabtausch kann er mehrfach direkt punkten und lässt Bengtsson wie einen Anfänger aussehen. Asiatische Zuschauer beklatschen die Leistung, einen direkt verwandelten Aufschlag zu produzieren. Für europäische Zuschauer, die beim Kampf zweier Zelluloid-Artisten eher auf lange, spektakuläre Ballwechsel hoffen, sieht das inattraktiv aus. Asiatische Spieler, speziell die Chinesen, behaupten jedoch, durch neue spieltaktische Varianten wie diesen Aufschlag ihren Vorsprung in der Tischtenniswelt. In den letzten 20 Jahren ist es nur wenigen Ausnahmespielern gelungen, die asiatische Führung in Frage zu stellen.